Ja, was wir heute vorhaben ist, wir müssten hier irgendwo Kärtchen haben. Ich schau mal kurz, wie viele Kärtchen wir so haben. 15, genau. Wir können heute 14 Talente rollen und die sollen wir alle auf Geist rollen. Und dann soll ich halt Gems wegrollen, die 10k, für Sky Knight. Der einzige Wunsch, der vorhanden ist, ist Sky Knight. Kopien sind halt auch immer schön, das ist ja jedem, glaube ich, bewusst. Und er braucht halt eigentlich nur noch Sky Knight. Deswegen bin ich auch ein bisschen unter Druck, finde ich, weil er den halt echt dringend braucht. Und es wäre voll cool, wenn er jetzt kommen würde. Aber ihr wisst ja, wie selten Sky Knight ist. Und ich glaube, er hat sogar noch eine Karte, mit der würde ich dann anfangen. Eine Heldenkarte, genau die hier. Da kann ja inzwischen auch Sky Knight rauskommen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal damit an. Es wäre so geil, wenn jetzt einfach schon Sky Knight kommen würde, ne? Komm schon, bitte. Bitte, bitte, bitte. Okay. Ist nicht mal in die Nähe gekommen. Wie schön. Dann rollen wir jetzt Talente. Nicht Talente, dann rollen wir jetzt Helden. Talente machen wir danach, würde ich sagen, weil ich ja sowieso so ein kompletter Talent-Loser bin. Und ich werde trotzdem privat ständig nach meiner Meinung gefragt. Warum tut ihr das, liebe Leute? Und ja, hoffen wir einfach mal, dass was kommt. Ein Eros. Also es fängt ja schon mal nicht so schlecht an, würde ich sagen. Das Imhotep. Das Imhotep. Das kann man machen, wollte ich eigentlich sagen. Skyland wäre trotzdem cool. Wow. Das ist ja krass. Oh Mann, komm schon, bitte. Skyland wäre zu cool. Skyknight. Skyknight. Beastmeister. Wow. Okay. Jetzt kommt noch Dragaxe und Medusa, nur Skyknight nicht. Oh, wir haben genau 5000 Gems. Champion. Mann, es kommt halt echt nicht wenig gerade noch ein Champion. Wie schön. Aber es kommt kein Skyknight. Wie scheiße ist das denn? Dragaxe, ich sag's noch. Ich sag's noch, jetzt kommen die ganzen neuen nur nicht her. Wollt ihr mich verarschen? Och, wie blöd. Kommt schon, Leute. Ein Sky Knight wird drin sein. Na gut. Bei den meisten ist ein Sky Knight nicht drin, aber. Kommt schon. Bitte. Gleich haben wir keine Gems mehr. Ich will Sky Knight. Oh Mensch, bitte. Ihh. Ihh. Noch schlimmer. Oh Mann, schade. Events haben wir auch nicht, ne? Glückseilmeister. Ich weiß nicht, ob er die jetzt erst gekauft hat. Ich schaue einfach mal. Aber wenn, dann müsste er es, glaube ich, selbst gemacht haben. Ja. Nein, er hat nicht mal welche bekommen. Okay. Ja. Dann warst du schon mal nicht mit dem Skynet. Das ist ziemlich scheiße. Und Talente, ich habe halt keine Ahnung, worauf er Talente haben möchte. Ne? Das ist so. Ja, pff. Okay, auf ihm, aber ja, bei ihm könnte man auch noch verbessern. Wir rollen jetzt einfach auf dem Geist, so wie es mir gesagt hat. Wo ist der Geist? Der Geist, der Geist, der Geist, der Geist. Der Leonie ist blind, hier ist der Geist. So, und dann rollen wir einfach mal. Und direkt ein Vierer Lebensentzug. Jetzt ist die Frage: Kann er einen Vierer Lebensentzug gebrauchen? Und ich glaube, er schläft nämlich noch oder arbeitet oder irgendwas. Deswegen ist es so ein bisschen kacke, weil ich das jetzt aussuchen muss. Och Mann, wie doof. Man kann es ja einfach mal hier rauf tun, weil Klinghöhle ist halt. Weiß ich nicht. ich habe Angst, was falsch zu machen. Ich habe so Angst, was falsch zu machen. Aber verlangsamen ist halt auf Druide eigentlich gar nicht schlecht, deswegen. Aber auf Schnitter würde ich ganz ehrlich den Lebensentzug packen, weil jetzt hat er ein Vierer-Talent und zwar ein deutlich schlechteres. Ich pack's jetzt einfach drauf, mein Gott, haut mich nicht. Ein Vierer-Klingenhöhle ist ja jetzt nicht so schwer wiederzubekommen. Okay. Ein Fünfer ätzend. Scheiße, worauf pack ich das denn jetzt? Oh nein. Gerade bei Fünfer-Talenten bin ich so. Lieber fragen. Nur kann es jetzt wieder eine ganze Weile dauern. Also, ätzen wäre ja an sich auf Tanks gut. Tanks, die viel aufhalten. Also Todesritter eventuell, aber der ist doch eigentlich jetzt nicht so krass. Orcsbane würde auch noch gehen, aber. Meh, Atlantikor. Meh.
Liebe Leute, ich frage ihn. Ich mache das jetzt einfach im Minischritt-Tempo, wenn es dann total gecuttet aussieht, ist mir relativ egal. Ich frage ihn lieber und dann sehen wir uns wieder, wenn er mir geantwortet hat. Und in der Zwischenzeit werde ich wahrscheinlich was anderes aufnehmen. Also, bis gleich für euch, bis später für mich. So, liebe Leute, ich soll das Ganze auf den lieben Ork tun, da er meinte, er braucht's nicht, also macht Push und ja. Er meinte, Ork ist okay. Also packe ich es jetzt auf den Ork. Also ersetzen. Und dann machen wir weiter. Ein Vierer ersetzen. Das wird dann auch wohl Machtpush sein. Dann tue ich es mal auf Lady Leo. Geistmagier. Ich glaube, er kann sowieso erst ab Vierern was anfangen. Okay, das war's dann schon. Das ging jetzt relativ schnell. Ja, er hat hier überall schon 5 oder 4er. Und dann möchte ich einfach nochmal ein ganz herzliches Dank an dich sagen, lieber Robin. Es tut mir sehr leid, dass ich den Skynet nicht bekommen habe. Ich hoffe allerdings, dass du mit den anderen Helden, die ich dir gerollt habe, eventuell was anfangen kannst. Beziehungsweise die als Kopien irgendwie gebrauchen kannst. Dragax und Beastmeister. Falls du sie überhaupt schon hast, weiß ich gar nicht. Ich kann ja mal schauen. Dragax, Beastmeister, aber Dragax hast du nicht. Okay, damit hätte ich ja zumindest 9 Helden. Naja, auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt noch weiterhin ganz, ganz viel Spaß auf diesem Account. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, liebe Leute. Ach so, was ich noch ganz kurz machen sollte, war Déjà-vu 2.